Ich stehe hier mit Professor Dr. Magnus Resch auf der Kunstmesse Art Cologne. Hallo erstmal. Hi. Hallo. Hi. Genau, du wurdest von der Frankfurter Allgemeine als Great Gatsby der Kunstszene genannt. Du bist Buchautor, zahlreicher. Du hast eine eigene App gegründet, die Magnus App. In deinem Buch hast du darüber geschrieben und hast du versucht, die Besucher von Kunstausstellungen in Segmente oder zu segmentieren. Zu welchem Segment gehörst du? Ich glaube, heute bin ich hier als ganz normaler Besucher. Ja? Ich beschreibe die als Laufkunden. Ich gehe also von Messe zu Messe und interessiere mich für das Edutainment, also das Entertainment und gleichzeitig auch Education. Ich lerne neue Leute kennen, aber gleichzeitig auch neue Künstler und lasse mich von denen inspirieren. Ja, wie wichtig ist es dir, bei so einer Veranstaltung dabei zu sein? Kommst du hier jährlich hin oder ist das ein One-Off? Na, die Art Cologne ist historisch gesehen natürlich extrem relevant. Ich finde, sie sollte noch relevanter sein heute, als sie eigentlich ist. Was ich super finde, ist, wie es in den letzten Jahren immer weiter aufwärts geht mit der Art Cologne. Man ist durch so ein kleines Tal geschritten und jetzt geht es wieder steil bergauf. Ist toll von außen mit zu betrachten. Ich lebe in New York. Kommt gerne hierher, um so zu sehen, was hier bei der Art Cologne und im Rheinland passiert. Du bist gebürtiger Düsseldorfer. Warst du dann auch als Kind oft auf der Messe hier schon früher? Ich glaube nie. Also ich bin erst so mit 20 in den Kunstmarkt wirklich eingestiegen, weil ich da und mit 18, 20 so und vorher während der Schulzeit war ich ja nie. Du hast in einem anderen Interview gesagt, dass du seit Jahren schon in Galerien ein- und ausgehst. Genau, seit 18 eben in dem Galerienmarkt dann auch selber tätig warst mit deiner eigenen Galerie und dich trotzdem noch manchmal ein bisschen unwohl fühlst beim Betreten einer Galerie. Kannst du das nochmal kurz erzählen, wie du dich da fühlst? Oder? Naja, jeder kennt ja diesen Moment, wenn man die Galerietür öffnet und dann fühlt sich das irgendwie komisch an, weil man in so einem Raum steht und dann sitzt irgendein gelangweilter Praktikant da und schaut dich an, weil du halt auch der Hundertste bist, der da gerade reinläuft. Mhm. Ja. Und dann interessiere ich mich für die Arbeiten, mich interessiert auch der Preis. Ja. Ja, und um den Preis herauszufinden, ist ja ein wahnsinnig schwieriger Prozess. Also erstmal muss ich sagen, okay, Preis. Da muss ich hingehen zu der Galerie-Dame und sagen, kann ich bitte den Preis wissen? Dann sagt die, einen kleinen Moment, ich hole den Direktor. So, dann kommt der Direktor, mustert mich von oben bis unten. Das ist doch Sachen, die sind von gestern. Das ist eine Exklusivität, ja, die wir nicht brauchen. Ja. Und wie ist das auf einer Messe? Ist das da ähnlich oder ist es hier gepflegtes Fußvolk? Man läuft gemeinsam über die Messe, man quatscht. Es ist ein wesentlich offener Raum. Ich finde Messen viel cooler. Also Messen sind, wenn man extrem viel Kunst in kurzer Zeit sehen will, ist die Messe einfach der beste Ort. Schau, hier, jetzt stehen wir hier in der Journal Gallery, hinter uns arbeiten von Chris Suko, nebenan ist die nächste Galerie und so weiter. Das ist halt, das ist super. Ja, also wenn man mit Kunst anfangen will, ist eine Messe der erste Ort, wo man sich hinbegeben sollte, wo ein bisschen Action passiert, wo man mit Galeristen super easy ins Gespräch kommt. Lass uns mal ein bisschen über Zahlen sprechen. Du hast gesagt in deinem Buch Management für Kunstgalerien, dass die Galerien total heiß darauf sind, einen Messeauftritt zu haben. Ja. Also so eher tendenziell steigend noch. Jetzt ist es ja auch so, dass neue Kunstmessen dieses Jahr vor allen Dingen in Deutschland auftreten mit der Art Düsseldorf und der Art Berlin. Ist das eine Reaktion auf dein Zitat? Ich glaube, keine neue Messe entsteht, nur weil sie mein Buch gelesen haben. Ich glaube, Messen, wir sehen im Moment ja eine Zentralisierung von Messen. Die Art Basel als wichtigste Messe der Welt macht strategische Schritte, um breiteren Footprint zu haben. Deswegen macht sie eine Partnerschaft mit einer Messe, um die in Düsseldorf zu starten. Auch als Konkurrenz zur Art Cologne. Gleichzeitig sehen Messen, dass Galerien nach wie vor einen Bedarf dafür sehen. Sie kommen her, zahlen hier Geld für den Booth, weil Galerien in ihren eigenen Räumen nicht genug verkaufen. Das fundamentale Problem im Kunstmarkt ist, dass es zu wenig Sammler gibt. Und deswegen gehen Galerien auf Messen, weil sie hoffen, dass sie hier Sammler treffen. Mhm. Ist gleichzeitig ein bisschen wie eine Sucht. Du kommst hierher, um neue Sammler zu treffen. Vorher hast du das Geld auf den Tisch gelegt. So, wenn es jetzt hier nicht gut läuft, wenn du nicht gut verkauft hast, hast du immer noch das Gefühl, hey, vielleicht habe ich ja neue Sammler kennengelernt. Ja. Und vielleicht werden aus denen mal zukünftige Käufer. Also Messen sind einerseits
super wichtig für Galerien. Sie machen 20% ihres Umsatzes mittlerweile an Messen, gleichzeitig aber auch eine ganz gefährliche Sucht. Mhm. Ja, das wäre meine nächste Frage. Geht es hier wirklich darum, Informationen auszutauschen und sich zu präsentieren? Oder ist die Messe wirklich Verkaufsstandpunkt? Also wird hier wirklich so viel verkauft auf der Kunstmesse, auf der Art Cologne? Nein, man muss ja zwischen Wunsch und Realität unterscheiden. Wunsch ist von Galeristen, dass dieser Stand ausverkauft wird. Beim Chrisuco habe ich keine Sorge, dass es ausverkauft wird. Ich glaube, in 2 Stunden ist das schon passiert hier. Na dann. Die Realität ist aber bei vielen Galeristen eine andere. Also sie kommen hierher, um zu verkaufen, das ist der Wunsch. Um zu verkaufen, neue Sammler kennenzulernen und dadurch zukünftig Verkäufe zu sammeln. Wie gut wird verkauft? Nun, im ganzen Kunstmarkt wird schlecht verkauft. 30% aller Galerien machen Verlust, auch weil sie den Messestand hier finanzieren müssen. Ja, Magnus, als Gründer der App Magnus, erzähl uns doch mal, was die App kann. Was kann die App, was macht die App für User? Die App hat vor allem 2 Funktionen. Die eine ist, funktioniert wie Shazam für Kunst. Also du gehst hin, machst ein Foto vom Kunstwerk und dann sagt sie, was es ist. Auch zeigt es dir den Preis. Was neu ist, weil es Preise im Primärmarkt bislang eben nicht öffentlich zugänglich waren. Und es zeigt dir nicht nur die Preise aus dem Primärmarkt, sondern auch aus dem Sekundärmarkt. Eine 2. Funktion ist eine Map, also eine Karte, die dir genau zeigt, welche Galerien gerade offen sind, wo die Galerien sind, welche Museen da sind, Telefonnummer, welche Show gerade läuft und so weiter. Ja, cool. Und im Rennen um Daten, sage ich jetzt mal, mit Artsy und Artfacts, wer trägt denn die ganzen Daten für euch ein? Wer lädt quasi die Fotos hoch? Wer präsentiert oder wer ist hinter der App? Wer macht die ganze Arbeit? Nutzt du die App? Ich habe sie mir jetzt mal runtergeladen und wir haben sie ausprobiert auf der Messe, ja. Ja, perfekt. Dann bist du einer von denjenigen, die dazu beitragen, dass die Datenbank immer größer wird. Vielen Dank. Ja, ja, also super. Die Idee ist, es ist Crowdsourcing. Jeder, der die App runterlädt, die App ist gratis, jeder, der die App runterlädt und ein Foto vom Kunstwerk macht, trägt dazu bei, dass die Datenbank wächst. Mhm. Nämlich entweder matcht es, dann siehst du sofort innerhalb von Sekunden den Preis und so weiter. Oder das Werk kommt gerade frisch aus dem Atelier und ist noch nicht in der Datenbank. Ja. Und dann trägst du es ein, indem du das Foto machst. Klassisches Crowdsourcing. Ja, cool. Jetzt ist es ja so, Shazam ist ja eher passiv. Du bist online und kannst dann eben den Song, den du gerade hörst, oder das Kunstwerk in diesem Fall, was du gerade siehst, kannst die Informationen da abrufen, aber du hast ja jetzt gerade den User als aktiven Nutzer quasi benannt oder damit auch festgelegt, dass der User von sich aus eben in Galerien läuft. Ist das letztendlich nicht auch ein Spiel für die heutige Jugend? Also könnte man sich vorstellen, diesen Pokémon Go-Effekt zum Beispiel bei der Magnus-App einzubauen, dass man jetzt hingeht und sagt, hier, wenn ihr rausgeht und tatsächlich für uns die Kunstwerke sammelt, kriegt ihr Punkte, könnt ihr euch ein eigenes Profil erstellen. Wie ist das? Im Moment ist der Nutzer ja eher, der macht das aus eigenem Interesse. In der Tat ist es so, dass dieser spielerische Gedanke da ist. Im Moment kriegst du einfach noch keine Punkte. Aber den Benefit, den du hast, wenn du ein Foto machst, was noch nicht in der Datenbank ist, ist, dass du innerhalb von 15 Minuten bis zu einer Stunde, abhängig davon, wie viele Leute gerade noch Bilder raufjagen, wir das Bild reviewen und dir dann sagen, hey, das ist der Künstler und das ist der Preis. Mhm. Also du hast ein Benefit. Manchmal nicht sofort, aber dann innerhalb von kürzester Zeit. Ja, und das Ziel der App, das Ziel von Magnus ist es? Na, wir haben ich glaube, wir gehen ein fundamentales Problem an im Kunstmarkt. Und das ist, dass es zu wenig Sammler gibt. Also zu wenig Leute, die bereit sind, hier auf der Messe Kunst zu kaufen. Aber es gab noch nie eine Zeit, wo so viele Leute sich für Kunst interessiert haben. Mhm. Jetzt kannst du sagen, ja, vielleicht haben die Leute einfach kein Geld, Kunst zu kaufen. Das ist falsch. Ja. Die Leute haben Geld, Kunst zu kaufen, aber die Barrieren, um Kunst wirklich dann zu kaufen, diesen letzten Schritt zu machen, sind einfach zu hoch. Preistransparenz ist das Wichtigste, um den Markt zu gestalten. Das siehst du in allen Märkten hinweg. Und was wir machen ist, wir haben ein Ziel, wir möchten, dass mehr Leute Kunst kaufen. Und alles, was ich mache, ist, ich liefere weitere Datenpunkte. Das Gespräch mit dem Galeristen wird dadurch nicht ersetzt. Im Gegenteil. Aber jetzt kann der Sammler hingehen, macht ein Foto und innerhalb von Sekunden weiß er mehr über das Bild. Dann geht er zum Galeristen und sagt, hey, erzähl mir mal ein bisschen was. Ja, super. Und die App ist online in Deutschland. Wie kommt sie auf dem deutschen Markt an? Was ist da dein Gefühl?
Naja, also wir sind jetzt auf dem Weg, die größte Kunst-App der Welt zu werden. Es läuft super. Ja, weil einfach ist eine lustige Sache. Es ist nicht nur für Leute, die Geld ausgeben wollen und so weiter, sondern auch, wenn du im Museum bist, machst du ein Foto und dann weißt du sofort alles. Ja? Oder hier interessiert mich, was ist denn das eigentlich, mache ich ein Foto, alles klar. Dann habe ich es bei mir im Handy gespeichert. Mhm. Und überleg mal, wie ist ja total kompliziert. Jetzt muss ich ein Foto davon machen, dann muss ich ein Foto von dem Label machen. Wenn es eins da ist, dann muss ich nach dem Preis fragen. Ja, ja. Total kompliziert. Nächste Frage und letzte Frage vielleicht. Können wir die App hier ausprobieren auf der Messe? Ja klar, du hast sie runtergeladen, oder? Ich habe sie runtergeladen, aber mein Bildschirm ist leider zerkratzt. Also sehr, sehr zerbrochen. Also, du gehst hin, öffnest die App und siehst dann hier, alles klar, welche Städte und so weiter, hast dann hier eine Karte, die dir irgendwie zeigt, was los ist. So, und jetzt gehst du hin, machst einfach ein Foto und innerhalb von Sekunden kriegst du ein Resultat. Hier, voilà. Chris Succo heißt der Künstler, die Arbeit kostet 25.000 Euro, Journal Gallery. Und du siehst dann hier Vergleichspreise und Vergleichswerke. Das heißt, innerhalb von Sekunden hast du eine Transparenz geschaffen, die es vorher in der Form so nicht gibt. Und ist noch zu haben, die Arbeit? Na, das muss den Galeristen fragen. Die sind noch hier. Ich kann nur sagen, Chris Succo finde ich super. Ja? Super, ja. Gut, jetzt hast du morgen deinen Talk und präsentierst dein Buch 100 Secrets of the Art World. Bevor wir dich jetzt hier in den Trubel der Messe entlassen, kannst du uns vielleicht noch ein Secret erzählen oder verraten? Ja, ich finde das von dem Direktor des Lehmbach-Museums in München ganz gut, Matthias Mühling, der hat geschrieben, my uncle used to send me a postcard every summer from her vacations and everything that was written in there, alles Scheiße, deine Emma. So. Bezogen auf? I don't know. Okay, also, ich bin hier auf der Messe mit Magnus Ress. Alles Scheiße. Deine Emma. Deine Emma. Liebe Grüße.